So, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep a Fragmentary Passage. Genau, das ist das Spiel, das wir spielen und ja, nochmal zur Erinnerung. Ja, wenn ihr das Ende von Kingdom Hearts 1 in Erinnerung habt, da hatte Miki komische Klamotten an. Merkt euch das einfach nochmal. Guckt euch das vielleicht jetzt nochmal kurz an, wir warten kurz. Nein. Ich gerade mal sagen wollte, scharre Speedruns. Ist da mit Simpsons Hit and Run gemeint? Simpsons Hit and Run. Das ist, glaube ich, eine Abkürzung dafür mitunter. Interessant. Weil, muss ich sagen, nachdem Tobi mir das, dieses Speedrun-Tutorial da geschickt hat, das war von Liquid Wi-Fi, den ich davor auch schon kannte als Speedrunner, ich habe wirklich angefangen, ihn zu gucken seitdem. Das ist so lustig. Tschüss, Julian, habt einen schönen Abend und viel Spaß beim Zombie-Modus. Viel Spaß. Zombie-Modus. Call of Duty, oder was? Call of Duty? Ich bin mir nicht sicher, ob Call of Duty oder, im Fortnite. Eins von beiden war das, glaube ich. Ich sag lieber nichts. Ich hab schon genug Falsches gerade gesagt, glaube ich. Nein. Kackdinger. Funfact, schau mal genau diesen Typen. Soll das ein Funfact sein, der uns freuen soll, oder was? Ist einfach witzig. War. Ist wahr. Das zweite Wort ist Kamm. Raus für uns. Ich fand ja diesen Entwickler von Name Redemption, als das Spiel gespielt hat, auch sehr unterhaltsam, wirklich, war irgendwie so, keine Ahnung. Dänischer Suksui. Oder keine Ahnung, wer seine Nationalität der ist, der geht auch ruhig rein, hier ins Loch. Ich mag Löcher. Miki ist runtergefallen. Das ist okay, er geht mit gutem Beispiel voran. Schade, dass du keinen Blitzangriff hast, ne? Das wäre super, ne? Aber hast du leider nicht. Den hier. Blitz ist besser, einfach Blitz spammen. Ich will noch Trophäe schaffen. Fehlt die keine Trophäe. Achso, ja, schon so weit. Ja, wo ist denn 6 Mal in Folge? Also, okay. Das ist voll schwer. Das war bei BBB. Einfach. Bei dem anderen BBB. Bei BBB 0.0, ne? Bei 0.1 war es da genauso wie bei 0.0. Oh, ich hab noch Wegfinder aktiviert. Jetzt hat teleportiert das Michi ein bisschen oder leitet dich. Hoho! Also ja genau, Miki teleportiert es dann glaube ich direkt zu den Gegnern. So macht er das, macht er glaube ich. Wegfinder. Oh, eine Truhe. Huch. Mega Ether. Mega Flamme. Mega Schaden. Mega Schaden. Unbesiegbarkeit. Jetzt ein Obstsalat, das wäre Obstkuchen, das wäre was. Und noch eine Truhe. Stimmt, die Map. Also falls du schon mal sicher gehen willst, geh nochmal speichern. Dann musst du das nochmal machen hier. Aber ist eigentlich auch egal. Wobei, du hast gelevelt ein bisschen und so. Wie du möchtest. Aber wenn du stirbst, ist halt nichts gespeichert. Ha? Oh, oh Junge, hier, Junge! Kann ich eine Karte von hier öffnen oder so? Nee, ne? Nee, kannst Kurzbefehle ändern. Und kannst das Aqua ausziehen. Oh! Da wäre er sofort dabei. Da würde er customizen, der Junge. Auf jeden Fall. Bei Mickey Donald, bei Mario nicht. Nackte Mario war nicht so mein Fall. Ja, sah so unrealistisch aus, ne? Ja. Ja, hast du schon. Ja, ich wollte wegen speichern, okay. Kannst du auch machen, kannst du oben lang gehen. Okay. Okay, Boss. Gehör? Nicht da lang, das ist okay. Und halt nicht. Error. Error, Error. Hey. Wir müssen ja nur leveln. Levelst du dann gleich? Gleich noch 5 Level folgen. Bam! Machen wir mal. Bam. Sehr gut. Oh nein, hey. Hey. Optimal genutzt, würde ich fast behaupten. Okay, ich kann keinen Magie mehr machen. Ich kann den mal bitte machen. Wenn du mal triffst, ja. Hey. Dann ist es aber besser abzubrechen, um mal neu zu starten, um das halt wirklich auch bestmöglich auszunutzen. Weil es lädt ja nicht auf, wenn du keinen anvisierst. Tobi, wann rettest du mich eigentlich? Ich bin immer noch in Gefangenschaft, das weißt du hoffentlich. Oh, 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 Junge. Rücken.
der Überlebende. Aber wie gesagt, deine Dash Challenge läuft echt gut. Hat er einen letzten No Death Challenge? Ich glaub, es war gar kein Let's Play mehr in den Titel rein, nur. Nee, aber in die Beschreibung. ich mach's noch. Ja, Retro. Okay, Leon, ich muss den nicht retten. Das, was du gemacht hast in die Cam, war viel besser. Behalte ihn. Tja. Ja, es ist halt, macht halt glänzend. COD-Zombie-Modus, Fortnite-Schmutz. Okay, schmutzt. Okay, bye-bye. Ich stimme zu, beziehungsweise, ja, geht so. Hat er nicht sogar Fortnite platiniert? Ich weiß es nicht. Ich will hier keine Lügen verbreiten. Ja gut, Fortnite platinieren ist aber auch, da musst du halt kein Battle Royale spielen. Für mich hat er einfach alles platiniert. Glaube ich. Außer Uncharted. Und Liz. Scheiß Nightbot, by the way. Der scheiß Nightbot, ja. Ich glaube, ich stelle nicht so ein, dass er alle 5 Minuten fragt. Und dass er nur noch ihn fragt. Ja, also, kannst du ja machen. Ed Spitoino. Ja, stimmt. Ich hab bei mir im Chat gibt's jetzt Ausrufe, das heißt Spitoino. Und ich glaube, das gibt. Weiß nicht. Der das für uns. Leon und Tobi wird's gefallen. Und mir. Das ist das Wichtigste. Natürlich mache ich das weg, wenn sie nicht gefällt, ist ja klar. Der Junge beleidigt uns mal durch, da darf ihn auch mal ruhig beleidigen. Potato. Gibt's bei mir nur Zeit leider. Gibt's leider nur bei mir Potato und Potato 1. Potato und Potato 2, genau. Genauso wie Emotes muss ich nochmal machen. Ja, wir wollten noch Fotoshooting machen. Stimmt eigentlich, ne? Ja, geht nicht mehr, nee. Schade. Ja, wir haben ein bisschen auch keinen Spider-Man-Freund oder Feind aufnehmen. Ups, Spoiler. Ich sterbe gerade. Okay. Mhm. Galoppel. Abwehrwert. Abfüllwert. Hat zweimal Platin in Fortnite. Natürlich. Ja gut, da muss man ja nicht, muss man den Rette die Welt-Modus da hat er noch gesehen, glaube ich. Bald sogar dreimal. Keine Ahnung, was man so machen muss. Ist das eine PS5 oder PS Vita? Eine PS5 wahrscheinlich. Kann man nicht irgendwie die von Quest 4, glaube ich, kann man auch irgendwie die Platin-Trophäe dann irgendwie übertragen? Oder war das Final Fantasy oder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwo konnte man die Platin-Trophäe einfach übertragen auf die PS5, dann kriegt man die dann nochmal direkt. Ich oben auf der Map mich nicht bewege, also. Ich drehe. So, wo kam ich her? Ich weiß es nicht. Da kommst du ja. Und da? Ja, und da geht's weiter. Yep. Bald wieder Fortnite, Fall Guys Zombie-Modus spielen. Freu mich drauf. Muss noch platinieren. PS5, EU und NA und PS5. Ah, okay. Bald wieder Last Guardian mit Komplettlösung spielen. Bald Resident Evil Leo auf schwer spielen. Freu mich drauf. Ich mag Resident Evil. Ich spiele die permanent mit Komplettlösung, aber einige Rätsel fucken mich ab, deswegen habe ich sie immer im Hintergrund offen, wenn ich nicht weiterkomme. No, er kann nicht loslaufen von uns. Vitorino, wir sind immer bei dir, wirklich. Auch wenn du gerade nicht da bist, wir sind immer verbunden, das weißt du. Und ich meine es auch ernst. In unseren Arterien. Nicht in unseren Herzen. Jetzt meinte mal so, Season 6 bei Fall Guys wird dann Erster Weltkriegsszenario sein. Mit Senfgas und Zeppeline abschießen. Ich hoffe, die Pizza hat dir gemundet. Und jetzt kannst du uns essen. Mir hat meine Sonntagspizza sehr gemundet. Wir hatten gestern Pommes mit Köttbällchen. Brot, ja. Ja, Köttbüller. Köttbüller hießen die, ne? Ja. Wir haben in den, Backblech gekackt. Welches Level hast du eigentlich gerade? Aua. Michi hat mehr Level als ich. Michi ist ja auch König. Ich weiß, wo ich hin muss. Leck mich da geht's zurück zum Speicher und andere Richtung Boss. Hier? Mhm. Cool. Wir kamen gerade sofort, wenn wir im Kreis gelaufen sind. Ich passe nicht auf. Aber vielleicht ist es vorher abspeichern, ich weiß es nicht. Also sag mal, du kannst immer vom Boss neu starten, aber wenn du rausgehen willst, dann ist es halt so, als wo wir angefangen haben mit der Welt. Da ist so eine Truhe, gibt's doch safe noch einen Speicherpunkt, oder? Nö. Echt nicht? Nö, gibt's keinen Speicherpunkt mehr.
zurück. Holst du erst die Truhe? Ja, okay. Und oh, ist zu spät, Alter, wir fangen. Ich weiß nur, was triggert. Das ist okay. Aber falls halt dazu kommt. Senfgas war mein Joke. Hab ich gesagt, dass es mein Joke war? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das war Julians Joke, das ist komplett richtig. Aber ich meinte halt mal Erster Weltkrieg-Szenario. Danke fürs Richtigstellen. Morgen noch ein Hotdog mit Senf. Anti-Hotdog. In die Lasagne trunken. Yep. That's the way. I like it. Wo war denn der Speicherpunkt ganz? Ganz am Anfang. Geil. Geil. Und Odef läuft. Sobald du stirbst, muss ich spielen im Mist. Dir auch viel Spaß und habt mir, wie gesagt, einen schönen Abend und ja, man hört sich und sieht sich und schreibt miteinander. Ich bin auch auf, ja, morgen dann wahrscheinlich schon wieder auf Discord. Also übermorgen spätestens. Das ist traurig, da muss halt nochmal kommen. Wobei, ja. Ich bin nicht gelernt, ich hab einen Zug gelernt. Ich hoffe, ich krieg einen Zug gut Platz, wenn es überfüllt ist. Wobei, ja. Also die Regionalbahn wird gehen. Ich muss wieder Hausarbeit schreiben, wenn du dann in ICE einen Tag früher fahren. Das wird ätzend, wenn es dann überfüllt ist. Dann husten sich noch alle gegenseitig an. Geil. Jetzt unten lang müssen übrigens, jetzt oben lang gehen können. Ja. Das ist der Speicherpunkt. Wo? Hier weiter. Sehr vermutlich morgen Abend. Am späten Abend. Weil ja ab Donnerstag 2 Uhr ist ja der Streik, 5 Tage lang. Und ja, außer es kommt jetzt so morgen die Meldung, so ey, doch nicht, Streik, Regierung unterscheidet, was waren es, Tarifverträge, ich weiß nicht genau. Also eine Chance von 0,00. Also gar nicht, so langsam wie der Start ist. Und ja, deshalb, ja, halt einen Tag früher, also morgen, ja, Abend, Nacht. Ich würde eigentlich zu spät, ja, ich guck mal gucken. Ja, Regionalbahn wird okay sein, von der Fülle her, aber halt der ICE dann, das ist halt dann ekelhaft. Ja, ich muss halt wieder früher weg, deswegen wollte ich eigentlich am Donnerstag gehen. Aber ich muss dann halt einen Tag früher gehen. Ja, ich könnte auch 5 Tage später, aber es wäre mir zu viel. 2 Tage später, keine Ahnung, könnte ich dir auch noch überreden, dass es okay ist, aber 5 Tage später, nee. Möchte ich auch nicht. Ich möchte auch. Nee, ich muss ja auch arbeiten. Eben. Hausarbeit schreiben, wie ich mir gerade wieder eingefallen ist. Scheiße. Wobei ich es auch lernen muss, das könnte ich auch hier machen. Aber ja. Der Kater freut sich. Und ja. Oh, der verhungert ja auch gerade. Ja, sowieso. Und ja. Und ich werde auch noch streamen, Rayman, die Woche. Rayman durchspielen. Kannst du eigentlich auch schon am Donnerstag machen, theoretisch. Leon hat Donnerstag und Freitag Zeit, habe ich gehört. Hehe. Nicht unwahr. Geh ins Licht. Okay. Sterbe ich dann? Sackblöcke im Sand. So ein bisschen. Hat das von Agrabah? Oder von Ägypten. So, durchgespielt. Kommt das gleich schon die Szene oder kommt erst der Boss? Ich glaube, es kommt erst der Boss und dann die Szene. Die wichtige Story-Szene. Die Endgegner hat es 1 erklärt. Dann ist alles klar, tatsächlich. This is where I met those children. So many worlds have been lost. And now they're trapped here in the dark. Wait. You know this place, Aqua? Yes. I visited once. And I met 2 boys I considered passing the Keyblade on to. But because Terra had already given one of them the power, I didn't. Aqua, what were the boys' names? They were Sora and Riku. I see. We're getting warm. Huh? Well, it's Sora and Riku who've been helping me. We're trying to get that door shut for good. The same boys? Aqua, if this is where my friends first got the Keyblade, it also must be where we'll find its counterpart. The Keyblade of Darkness has got to be here on the dark side of their world. We'll have to hurry. Das ist ja bei Soras mal erstmal dieses Schlüsselschwert manifestiert und dann ist halt auch ein Gegenstück der Dunkelheit entstanden. Zum gleichen Zeitpunkt, glaube ich. Und das wollen sie jetzt haben.
nicht gut. Aber gut, das ist auf jeden Fall der Bosskampf, der. Ja. Dies an der neue Death Challenge hindern wird, mal gucken. Oh oh! Und wie gesagt, wenn sie rot leuchten, ausweichen. Zwei mal ausweichen, bis Mickey ihn gekillt hat. Ja, oder so. Ja, wie gesagt, wirklich, wenn sie rot leuchten, lohnt es sich, sie anzugreifen. Mickey hat gewonnen. Rot. Und jetzt statt ein Pimmel haben wir jetzt eine Schlange. Geil. Ich mag Schlangen mit Pimmel. Was? Ich hab Schlangen schon geschlechtslos. Manchmal müssen wir besser wissen, zu sein. Nein! Die müssen es übrigens auch nicht mehr 3 geben, die Gegner, also die Turm und Schlange. Oder Sturm ist es. Was heißt der Sturm? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was, wie das Vieh heißt. Das ist das Vieh. Could you not? Das ist nur Trotzkopf oder oh Dickschädel, eins von beiden. Zählt es zum Glück als einen Angriff. Halt als eine Kombo, ja. Ja. Ich weiß, ich verwechsel immer Trotzkopf und Dickschädel. Ich glaube, Trotzkopf dürfte das. Ja, weil trotz man dem Tod. Ein Dickschädel ist halt, man hat einen dicken Schädel und hält halt nochmal was aus. Noch einen zweiten Klapser. Im Zweifel lässt er Schuh an. Schuh, wir wollten schon fast tot eingehen. Er ist richtig gierig darauf, dass wir sterben. Ich finde schön, wie ich auf die Kommentare reagiere, bevor man die im Video sieht. Weil die im Chat, die kommen halt kurz bevor sie halt da bei dem Bowser-Chat, den du halt im Video einblendest, kommt. Also guckst du gerade auf den oder auf den? Ja, auf den links. Ja, das ist ja ganz der links. Ja. Der kommt als erstes, dann ja. Das hier in deiner Übertragung und dann halt das Stream kommt für das letzte, das ist ja. Klar. Warst du echt verzögert? Ich dachte, wir mal relativ zeitgleich. Relativ, ja. Schau mal drauf. Ja, ist ganz knapp, aber halt ein bisschen halt. Und ich habe halt irgendwie, als ich darauf reagiert habe, habe ich halt recht das Einploppen sehen, deswegen. Wir haben sehr wenig über Kingdom Hearts gesprochen, ist mir so aufgefallen, aber naja, wird schon passen. Hast du da keine Fragen? Ist ja alles trivial in dem Spiel. Oh. Ich bin Asthmatiker eingesetzt, wenn ich nichts machen kann gerade. Mhm. Oder sollte, eher gesagt. Asthmatiker. Da. Ich bin den Asthmatiker geworden. Upsi, Daisy. Ich glaube, keiner möchte Asthmatiker sein. Stell ich mal die Vermutung auf. Bestimmt. Besser Asthmatiker als Asthmatiker, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir gesagt, so nö. Ich hole mir keinen Asthma. Den habe ich dann. Nur Asthmatiker. The end now. Let's the way. I like it. Die Hälfte haben wir quasi. Ja, vermutlich. Mit 5 Leisten haben wir jetzt schon gekillt gleich. Weil wir nicht wissen, wie lange. Oh Gott, ich hab Angst. Oh Gott, der Ende der Welt. Ihr wartet den Mr. Dark. Zusammenspiel mit König Mickey. Ich glaube, das hat die Aufgabe, habe ich glaube ich nicht mal. Ich weiß nicht mal. Ich glaube, die habe ich tatsächlich sogar nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hat keinen Damage, ne? Hallo Insekt. Fettes Viech an der Lampe. Ist nicht los. Wir wollen heute Burger essen. Endlich. Ja, aus den anderen Videos wisst ihr, dass wir schon verzweifelt darauf gewartet haben. Und ja, es hat geklappt und der Wespe war dabei. Es war schön. Also für keinen von uns. Für die Wespe war es schön. Mhm. Ich war richtig enjoyed. Der Burger war sehr lecker. Es hat schon eine Barbecue-Soße. Also ich habe immer Knoblauchsoße und Barbecue-Soße genommen, aber statt der Barbecue-Soße habe ich jetzt so eine Green Curry-Soße genommen. War sehr lecker, hat sehr gut geschmeckt. War halt überhaupt nicht scharf. Also in der Kategorie scharf ist glaube ich nur die, die als extra scharf angegeben ist, wirklich scharf. Die ist wohl richtig. Ja. Ah, okay. Hast du schon mal gekostet, ne? Ja. Okay. Danke für die Warnung. Da habe ich nicht mehr viel anderes geschmeckt. Das liegt nur darum. Oh Gott, wo bin ich hier? Aber ich denke mal für... ja. Aber für viele ist halt auch das schon scharf, was wir halt vorher hatten. Ein bisschen unnach, was ich gerade tun muss. Ausweichen würde ich fast sagen. Ah, und ich sterben. Klingt nicht sinnlos. Und den Ball hauen. Ja. Enough. Genug.
wieder genauer dann eingesetzt, wenn es nichts bringt. Hey. Kannst du da Fokus machen oder so, keine Ahnung. Genau. Da kotzt mich mit seinen Vieren. So. Schon dein Name. Max, ja. Exzellent. 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 Ne, keine, gar nicht. Nicht exzellent. Tot. Gespielt, durchgespielt. Neue Folge. Okay. Let's keep going. Geiles Bild. Ich wette, es ist hier. Nicht der Boss, das. Ich mal, wie lange die letzte Folge wird. Ist das, was du suchst? Ja, es ist nur der Key, den ich suchte. Ein Keyblade aus dem Dark Realm. Keyblade of Darkness. The Door of Darkness. Tied by two keys. The Door of Darkness. To seal the light. Das, was Miguel zugeflüstert hat, mal. Now, we find the ones to close the door. Sorry. Toby? The door between the two realms. It won't let a heart with light pass through. So. Only darkness keeps spilling out. We can lock the door by using the two keyblades. But we need help on both sides to get the door shut. Well then, since you'll be doing the locking, let me be the one to close the door. Sorry, but the job's taken. Darf nicht helfen? Somebody else. Ich darf nicht helfen? Okay. Krieg gut auf Aqua nicht sehen, stimmt ja. Das Zeitparadox und so. Sweet Boy. Oh ja, da auch so ein Abweichlerzeichen. Vor allem ganz viele Polygone, die ich sehen kann. Retro Rico. Korrigierter Retro Rico. Genau, viel lernen. Danke. Kann mich nicht bändigen und nicht aufhören zu essen, ist furchtbar. Auf jeden Fall gleich kommt eine wichtige Stelle. Die wichtigste Stelle überhaupt im Kingdom Hearts, glaube ich. Und glaube, du merkst schon, wie ernst ich das meine. Is that the one? Yep, the door to Kingdom Hearts. Well, it's not the Kingdom Hearts you know. Not exactly. But even though it's smaller, it's still the heart of many worlds. And even if it's not a complete Kingdom Hearts, we definitely can't leave it open like this. Or darkness will escape and destroy the remaining worlds. Ich weiß nicht, ob wir Kingdom Hearts bauen können, aber gut. It's time. With this key, and Sora's in the realm of light, we're gonna close this door. Now, all we need is Riku. Falscher Riku. Sora. Riku. There! That's everybody! Come on, Aqua! Ich werde genau aufpassen. Oh no! That's all. So hat er seine Kleidung verloren. Endlich weiß man das. Auf jeden Fall einmal ein großes F für Aqua in den Chat. Dankeschön. Arme Aqua.
battle for the Realm of Light is not won. Thanks to Terra and Mickey, I know what's at stake. I'm not afraid. I will face the long darkness. The next time someone wanders into the Realm of Darkness, I'll be here. A light to cut through all the shadows. I will be their wayfinder. And one day, I'll return to Terra and Ven. I am Master Aqua. Also, den Weisen wird sie finden. Die Master Aqua, danke schön. Aqua. Der hat den Stein gestellt, um da so hoch zu springen. Now, Sora, let's close this door for good. Ich meine, er hat noch eine Hose an. Er hatte seine Kleidung gerade verloren. Mhm, aber nicht seine Hose. Ist die dran geblieben. Seine Unterhose, schon seine Unterhose. It's beautiful. Stirbt sie gerade? Schlimmer. Zeitreise. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt kommt noch so eine komische Stelle, die keinen Sinn ergibt. Aber so ist. Und ich kann jetzt nicht auch mal gleich sagen, wenn wir dich dann gleich nochmal sehen. Terra. Ven. Ja, genau, das Schlüsselschwert hier liegt neben ihr. Und sie hat es nicht in der Hand. Und deshalb hat sie dann auch das Schlüsselschwert nicht mehr. Weil sie es gerade nicht halt in der Hand hat. Und weil es halt materialisiert neben ihr liegt. Naja, die Welt wird jetzt wiederhergestellt, wie wir es kennen, und Aqua halt nicht, weil es halt Aqua. Wird halt ausgebeutet von Nestle. Muss noch ein bisschen in der Mine arbeiten. Tschüss. May our hearts be our guiding key. You'll know where I am. Ich hoffe, wir finden sie. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh naja, wird schon passen. Hehe. Ah! Ja, das waren. Jetzt kommen wir gleich ein paar Szenen. Das wird eine lange letzte Folge. Das ist okay. Das ist okay. Lage ich jetzt einfach mal. Das bei Sleep ging jetzt wohl, glaube ich. Nee. Ging immer zwei, glaube ich, in die anderthalb Stunden. Credit? Ja, die Credit. Nee, die ganze letzte Folge. Die letzte Folge, okay. Ja, hier auch ungefähr dann, nein. Simple and clean. Aqua Villa Holland, Terra. Terra Nord. Das ist ein anderer Name, okay. Rico, Kairi. Sora spricht keiner, okay, warum auch? Was in Sora gesprochen? Hm? Was in Sora gesprochen? Gar nicht, das stand aber auch nicht. Ach, das stand da eben. Echt? Hm. Ja, doch, er spricht noch. Wir sehen auch gleich das Intro von Kingdom Hearts 3. Ja. Also das Opening, nein, halt wirklich die ersten Cutscenes von Kingdom Hearts 3 schon. Oh, diese Grafik. To meet Can sit in your father. When we are all the Lulan. Das stand. What I meant when I said no. I don't think. Life is quite that simple. When you walk away, you don't hear me. Please, oh baby, don't go. Oh, baby. Simple and clean is the way that you're making me feel tonight. It's hard to let it go. Wir machen es nachher aber nicht simple und clean. Nur einfach und sauber. Max Bild. The daily things that is that keep us all busy, all confusing me. That's when you came to me. And said, danke schön, ich bedanke später für die Daumen runter. To meet. Ah, Walk on Water, stimmt. Waterboarding.
It's enough when I said no. Okay, egal. Ich hab zwei Strophen. When you walk away, you don't meet Aqua, please. Don't go. Sim, einfach und sauber is the way that you're making me feel tonight. War ganz schön perverse Vibe, die sind irgendwie schon, ne? Whatever lies beyond the smile. Hier, ja. Sind ja einfach und sauber. The future doesn't scare me at all. Nothing's like before. Ich will jetzt mal sehen, was wir jetzt heute gesehen haben. Das passt heute. Ja, nochmal so der Szene da. Da hatte irgendwie, keine Ahnung, Terras Herz. Hat irgendwie den Weg zu Aqua gefunden, um halt mit ihr reden zu können. Ich weiß nicht genau. Aber entsprechend konnte halt auch, naja, Xerno hat halt der Spur folgen, weil er in dem Herzen drin ist von Terra. Und dann konnte er halt einfach mitgehen. Und vermutlich hat er dann dadurch, also ich glaube, dann will er damit erklären, dass er dadurch erfahren hat, dass Ventus halt im Schloss des Entfallens ist. Und naja, Xanders und Organisation haben wir dann nach Ventus gesucht, auch wenn es die meisten nicht wussten. Ich denke mal nur, Xanders und Sigma wussten das. Das können auch die einzigen sein, die halt Ventus halt erkannt haben in Roxas. Weil das Axel ja auch hat. Axel hat es ja auch in ihn erkannt. Dass er aussieht wie, Ventus. Ah, gerade noch so eine Klamotten, eine Rüstung, oder verliert er die? Ja. New Mickey Mod. Bitte, hallo, Patrick Pur. Mickey Pur. Nee, aber du hast wirklich das richtige Maus. Sieht halt aus wie Chuck. So eine echte Maus. Ja, eine echte Maus. Genau. Halt auf zwei Beine, aber dann. Man hat Aqua, ja. Konnte Aqua nicht mitkommen. Und ich hatte eine Maus mit so einem Schlüssel in der Hand. Im Maul. Ja, neue Folge. Ja. Arme Aqua. Armes Wasser. Aqua. Ja komm, Aqua heißt dann Wasser und Kairi heißt Meer. Sind ihre blauen Haare eigentlich natürlich oder sind die gefärbt? Gute Frage. Wäre doch mal generell so eine Frage, warum gibt Blau nicht als natürliche Haarfarbe? Hat wahrscheinlich irgendeinen sinnvollen Nutzen. Also ja, Blau ist halt, ja, fällt auf in der Natur. Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Aber warum dann nicht alle braunhaarig? Ich glaube, so blonde braunhaarig ist auch der Einfluss der Sonne, oder? Deshalb je mehr Sonne, so dunkler die Haare, ne? Glaubst du, zumindest im 19. sind alle irgendwie blond, blau und blauäugig und im Süden halt nicht? Ja, stimmt, ja. Dann sind sie halt braun und klein und. Die Skandinavier sind alle blond. Ja, alle. Ja, aber halt so tendenziell eher mehr. Ja, guck mal, die Szene kennen wir ja, da triffst du jetzt Ant in den Weisen. Die haben wir am Ende von Birth by Sleep gesehen. Noch schon. Und wie es da auch weitergeht, Kingdom Hearts 3. Muss man halt ein paar Monate warten. Sorry, Julian. Andere mussten 2 Jahre warten. I thought I heard her voice in the distance. Arschloch. She sacrificed herself to save me. Why did you keep it from me for so long? I had to respect her choice. What about us? You could have given us a choice. We could have gone and helped her. I know. Do not be rash, Riku. Kairi T-Post einfach nur rum. Wollen wir hier unter den Rock gucken? Okay, ich bin noch minderjährig, ich weiß. Darkness the first time was not a simple task. And even if we had found a way back. Das ist ziemlich knapp. Keine Hose. Possess the necessary means to get Aqua back out safely. So I forbade Mickey from telling. Okay, Aqua retten verboten. Früher. Aber jetzt Aqua retten, okay. That much is obvious. If not you, then certainly Sora would have staged a reckless attempt at rescue. Riku ist wirklich Meister und Sora nicht. Wollte man nur mal so gesagt haben. What? Irgendwie ist Sora auch gar nicht hier. Er muss draußen warten. Ja, der spielt doch gerade mit den Dream Eatern. Was auch noch wichtig wird. Oh Gott. Bei Union Cross tatsächlich am Ende. Du musst gespannt sein, das ist eigentlich ganz cool. New me? Yeah. You're more like Sora. Können wir den Meistertitel wieder abnehmen? Ich finde es schön, dass man dich immer sieht. Ich finde es schön, dass man dich immer sieht. Ich bin hier gut. Well, we still like you. Master,
I came here because I wanted to help somehow. Das schaffst du nicht. Das wird nichts. I have entrusted the wizard Merlin to oversee the training for our new Keyblade wielders, yourself and Lee. Lea. Lee? Ach ja, der hat auch ein Flüssig bei dir. Axel. Ja, er meint Lee. What? What? Das denke ich mir auch. He's a regular person now. He even saved Sora for us. Okay, I believe you. Ja, hat er nicht so gute Erfahrungen mit Axel gemacht mit beiden Teilen. Come on, Riku. Mm-hmm. It's time for us to go. First, we gotta find an entrance to the realm of darkness. Mickey, take these along with you. The three good fairies ask that you be presented with them. They are mere vestments. Geldkoffer. Thank you, Master. Hier Waffen kaufen. Okay, let's go. Ich glaube, das sehen wir auch schon in Kingdom Hearts 3. Aber hey, ein kleiner Vorgeschmack ist doch. Warum nicht, ne? Was ist das? Okay. Okay, start talking. You were gone a long time. What were you doing? Secret. I'm back. Oh, ja. Hat halt echt lang gedauert. Just us? 5 Jahre oder so. The others all had important work to do, so I sent them on their way. That's great. They could have said goodbye. It's not fun to miss them. It is not. So Donald. I just like to say goodbye to all my friends. Then do it faster. I'm here now, right? We have matters to discuss. Hmm? In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Mm. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. Spoiler, Donald und Goofy haben ihre Kräfte auch verloren. Ihre Level. Correct. Sora! Whatever. Happens all the time. Yes. Das ist das Problem. Chip and Dale are currently analyzing data that Ansem the Wise provided to Riku, and which could offer us a clue to retrieving our friend's lost hearts. I have very high hopes for this data. Oh, die Daten, genau. However, our greatest chance of stopping Xehanort's plan still lies with you, Sora. If you trust the guidance your heart gives, I know we will find all of the Guardians of Light. But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during our exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you are paying visits. Perhaps he can point you in the right direction. Got it. Master Luxada! You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. Sofern nicht, haben wir unsere Level auch verloren. In your hands. Donald! Goofy! You'll probably become a master without us. Huh? I never would have thought you'd fail that exam, Sora. Hey, Freunde. Face it, you're just a half pint. And a potion, huh? Like a whole pint. Pint and a half. And don't forget, we'll put Sorry, the money on. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Portion. Let's go. Count on us. Und dann Goofy's 3 Achtel, Donald 1 Achtel Portion. Und Sora die halbe. Oh, Gott, jetzt keine Ahnung. Naja. Oh Gott! Plastikschiff.
are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the violations closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora. Which way? Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Hmm. Glückwunsch, nur das. Challenge. Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Auf einmal hat es immer gesagt, okay. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. Okay, Goofy ist, weiß ich nicht. My guiding key. Und OP. I got it. Wenn das Goofy der Schurk ist, eh schon kommen. Da weißt du sehr Bescheid. Gefällt mir nicht. Okay, wohin geht's jetzt? In Ordnung. Da ging immer 2.9, ja, stimmt, da war ja was. Eigentlich schon die beste Welt für Kingdom Hearts 3, aber naja, das ist ein anderes Thema. Am Anfang also. Ja, vielleicht kommt jetzt so eine Stütze ab, weil der Disco ist doch leer. Ja, so Krümel noch, ja. Ja, Krümel. Reconnect Kingdom Hearts. So, ich das Secret Ende. In die Tiefen der Dunkelheit. Oh, hübsch. Und unbesiegt. Geil. Eine Trophäe. Hm. Ja, das ist nicht wahr. Doch, ich hab alle Trophäen, bis auf die für alle Aufgaben. Hm. Also, wir gucken uns gleich mal die Trophäen an. So, das ist eine super lange Folge. Und das ist ungefähr. 42 Minuten. Ja, auf jeden Fall, ja. Benutzte Magie, wie gerade. Was denn sonst? Was denn sonst? Weil Julian auf jeden Fall Blitzker. Ich komme jetzt die Hälfte der Küsten, ja, wenige Aufgaben. Hm. Unter 3 Stunden. Gut gemacht. Ich fette hier meinen Controller wieder voll. Ach, das ist auch egal. War doch so ungefähr meine Vermutung. Und hat die Kingdom Hearts 3 Welten dann so angeworben, dass halt ja, eine Welt so lange dauert wie 0.2. Oha. Und das passt so von der Zeit her eigentlich sogar leider ganz gut. Und nicht mal Level 60. Wunderspiel. Ach, Veteran. Wunderspiel, jetzt kannst du auch essen. Ich denke auch, übernehmen. Erferhalt freigeschaltet. Warum? Ich glaube, bei der Erfahrung nur ist man stärker ein bisschen. Aber falls man auch einfach ohne Erfahrung spielen will, gibt's ja auch so Level 1 oder halt dann Level 50. Speedrun. So, und Bild. Bild haben wir freigeschaltet gleich. Oh ja. Disney Interactive American Presents. Square Enix Production. Extra geladen von Square Enix. Mach dich bereit durch der Unreal 4 Engine. Was steht da? Kein Name. Schon steht immer irgendwie so ein Name, so Winnie Pooh, Trademark oder Tarzan, Trademark. Hallo? Abgestürzt? Oh Gott. Oh. Kino. Da gibt es bestimmt nichts Spannendes. Okay. Laden, kann mir was kaufen? Laden. Hier ist wahrscheinlich jetzt nur halt Kino. Bienen, Spyro, Spy. Schön. Prolog, Auftakt. Gibt's irgendwas Geheimes oder so? Nö. Naja, Epilog, ja. Fast. Alle abspielen. Spielen wir alle ab. Ich hab auch einen Film draus machen können. Naja! Ja. Zurück. Aber cool. Ja. Hat mir gefallen. Schönes, kleines, gemütliches Abenteuer. Stimmt. Mhm. Vorhin auf Kingdom Hearts 3 dann in 5 Jahren. Ich will jetzt eigentlich leiden, irgendwie von der Grafik hier. Extras. Ja, was haben wir denn so Schönes? Naja. Oh! Ja, dann mach jetzt Hintergrund. Okay. Oh Gott, nein. Ist ja nämlich Daten zu sehen, ich weiß es nicht. Ja.
dann lass uns doch mal einen Blick in die Trophäen werfen, zu guter Letzt. Aber ansonsten müssen wir nur fazitmäßig irgendwas sagen. Wie fandest du es gut, ne? Cool. Also das Gameplay hat mir wieder sehr gefallen. Sehr viel besser als in anderen. Und wie gesagt, Dorfwuchs sind halt auch. Letzt. In Kingdom Hearts 3 nur halt ausgereifter, gut. Wie korrekterweise gesagt wurde. Das ist gut, das gefällt mir. Und da gibt's halt auch, ich sag halt schon mal, Wassermagie als neue Magie. Gibt's Final Fantasy schon lange. Ja, dann noch Final Fantasy. Zumindest seit 7. Kingdom Hearts. Ich glaube, im Remake nicht. Im Original Final Fantasy 7 gibt's Wasser. Naja. Wasser! Oh. 47. Ich glaube, irgendwas mit 70. Also, mir fehlt halt eine. Okay, wir haben angefangen. Burgstadt abgeschlossen. Okay, die Welten abgeschlossen, ja. Wellenspiegel, Dornreich. Dieser King, die Masse übrigens ein Birthreich liegen mit dem Passage. Ab. 80,7% haben durchgespielt. Okay, ist doch schön. Mehr als Blubber. Ja, Schatztruhen, alle Aufgaben. Okay, unbesiegt. Also, ist es ja. Oh, jetzt war ja. Hab jetzt einfach. Jetzt wusste halt, dass es gibt, aber halt immer dann. Na, halt neu geladen. 500 Herzlose. RIP. Aber quasi noch Death Challenge, Leute, an der Stelle jetzt. Weil das kriegt man halt, mach's markig auf 5-mal, okay. Profi oder Veteran? Die Profi hab ich ja bekommen, genau, das hab ich ja auf Profi gemacht, genau. Alle Magie-Situationen kommen. Ah, okay. Alter, ein Exzellent. Das haben nur 46%. Lege eine weite Strecke auf eine einzelne Karte zurück. Lege an jeder. Okay, das hätte ich echt mal machen können hier. Halt echt? Können wir doch mal eben machen. Dann machen wir das noch. Du wolltest ja nicht. Wenn ihr so eine Trophäe bringt. Trophäe. Ja, muss. Ja, dann nochmal rein, dann macht das jetzt. Dann machen wir nochmal den Speedovino-Content. Und geben ihm nochmal ein schickes Waifu mit Rüstung. Also mit Flügelrüstung, oh Gott. Sonst fehlt ja echt gar nicht viel. Ja, wir haben viele Aufgaben nicht gemacht. Ja, ja, ich meine, also rein an Trophäen, Anzahl, Gerätschaft, Dingsbums. Hey, mit der Trophäe jetzt krieg ich vielleicht sogar über 50%. Stimmt. Es gibt auch, wie gesagt, nicht viele Trophäen. Ach ja. Ja, nächste Woche dann. Film gucken. Nächste Woche Donnerstag. Bis dahin ist das Projekt ja auch schon fertig hochgeladen, glaube ich. Ja, schon lange. Ja, und nächste Woche gucken wir den Unicross-Film. Und, er guckt. Ja, schon mal die ersten Handy-Cutscenes. Und der Rest kommt dann nach Kingdom Hearts 3, habe ich entschlossen. Weil, wie gesagt, die Cutscenes auch einiges von Kingdom Hearts 3 spoilern, das wollen wir. Und dann muss ich noch Bagensack gucken. Genau, Beckensack, das guckst du auch dann nach dem Film, dann, genau. Und da kommt dann immer ein Kingdom Hearts 3, genau. Ich weiß nicht, wo ich jetzt spawn. Tobi ist traurig, dass jetzt schon Schluss ist. Ja, tut mir leid. Ich mach nichts, ich mach bald 24 Stunden Stream. Nein. Ja, okay. Ja. Das fängt von vorne an, wa? Aber wenn du auf neues Spiel gedrückt hast, fängst du von vorne an. Ja, dann ist doch alles gut. Muss halt laden, ist halt Unreal Engine 4. What the fuck? Das hat vorhin nicht so lange gedauert. Ja, davor waren ja auch. Keine Ahnung. Davor waren ja auch. Das Cutscene und so, dass es währenddessen geladen hat. Vermutlich, könnte das sein. Ja, also Tobi, ich will auf jeden Fall die Tage Rayman. Werde das streamen. Und da ist er wahrscheinlich dann morgen schon nach Hause fahren muss, leider, dann werde ich wahrscheinlich auch schon am Donnerstag einfach schon Rayman streamen. Oder halt am Freitag. Jack and Dexter 1 am Stück. Wahrscheinlich nicht. Nee. Und wie Jack and Dexter 1 kommt bei mir danach Resident Evil Zero auf dem Abendslot. Der dann auch noch. Ja, wahrscheinlich Montagabend. Mm. Montagabend war doch gut für dich, meinst du in der Regel, ne? Jo. Dann mach ich einfach Montagabend. Mini-Ohren, geil. Gott, ist das hässlich. Warum so eine Armschütze in den Gerätschaften? Das ist schön. Da hast du viel bekommen tatsächlich. Schnürt das eigentlich ganz schick, oder? Nein, eigentlich ist das schon. Bling! Schon die rote Motoguru. Sehr schön. Eine Trophäe bekommen, geil. Hot. Hallo, ja. So, jetzt raus hier. Also, wenn er an einem der Tage noch Folger spielen möchte, gerne. Ich kann ja, wie gesagt, dann vermutlich schon Donnerstag. 52%, ey. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann es am Donnerstag, aber wäre schöner, wenn es erst am Freitag könnte, leider. Aber naja. Du spielst halt einmal Folger und einmal Stream mit Rayman. Das ist doch eine okaye Sache. Naja, kannst du schon mal die Folge beenden? Und dann mal gucken, was gleich noch passiert. Abschließende Worte. Danke. Dankeschön. Sehen, vielleicht. Dankeschön für die Einladung und Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Für die schlechten Arbeitsbedingungen oder so. Hallo. Wir haben trotzdem alles geschafft, was wir machen wollten. Eigentlich. Wenn wir die Lasagne morgen noch schaffen. Ja, Donnerstag oder Samstag.
Wobei ich Donnerstag. Sehr. Ja, ich wünschte mir halt, dass ich Donnerstag nicht könnte, aber ich werde Donnerstag wohl können. Klingt falsch, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe das. Abonniert Fräsen, Junge. Schreib ihm bitte klein. Mit großem F und großem J. Das ist ekelhaft. Schreib ihm bitte klein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das tut weh. Was tut sogar, schreibt sich klein, weil er faul war. Fräsen schreibt sich klein, weil er das will. Ja. Ist ein Unterschied. Naja. Das ist Stil. Wir beenden jetzt das Video, aber wir sind noch im Stream für ein paar Sekunden. Geil. Danke fürs Zusehen. Danke fürs dabei sein. Danke für Hate-Kommentare und Daumen nach unten. Ciao. Tschüss. Und Dankeschön.